have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just talk. Morgen. Morgen. Lilly? Anne. Wie lange wird ihr eigentlich hier bleiben? Keine Ahnung, das ist jetzt erstmal das Gröbste verdauen und dann schauen wir weiter. Weiß ich denn mittlerweile von dir und Rieke? Morgen. Morgen. Wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee, okay? Lilly, aufstehen! Hast du einigermaßen gut geschlafen? Ja. Kaffee? Gern. Ist der aus Paris? Du, ich glaube, du darfst dem Martin da keinen Vorwurf machen. Natürlich nicht. Die Akte verschwinden zu lassen, das hätte ihnen einen Job kosten können. Ja, hätte. Konjunktiv. Aber mich hat das meine Zukunft gekostet, kein Konjunktiv. Wieso? Die Versicherung die Krankenakte schon öffnen lassen? Ja. Darf ich fragen, auf wie viel Schulden du da in etwa sitzen bleiben wirst, im schlimmsten Fall? Also, wenn ich optimistisch bin und die Bank den Grund gut verkauft, dann 300.000? Fuck. Ja, fuck. Ja, aber dann, du wirst ja Privatinsolvenz anmelden müssen, oder nicht? Muss ich. Also, da gibt mir keine Bank mehr den Kredit. Ich bin richtig am Arsch, Hans. Morgen, Anne. Ich hab gesagt, dass ich mit Lisbeth frühstücke. Sag einen lieben Gruß von mir, ja? Das wird ein hartes Stück Arbeit für euch beide, das sage ich dir. Ja, ich bin. Ja, aber irgendwie hast du das nicht zu Ende gedacht. Man mit so einem Berg Schulden und keinen Cent Geld können wir sie nicht vor die Tür setzen. Was heißt denn zu Ende gedacht? Ich habe keine Lust, meinen Job zu verlieren, das alles aufs Spiel zu setzen. Und außerdem möchte ich auch nicht, dass Alexander seinen Job verliert. Ja. Und was wird jetzt aus der Anne? Werden wir schon eine Lösung finden. Irgendwie. Dr. Fenrich, guten Morgen. Dr. Gruber, Sie werden es nicht glauben, aber heute ist tatsächlich ein guter Morgen. Wow, das ist doch super. Das hat geklappt? Ja. Die Forschungsabteilung der Uniklinik Salzburg hat soeben angerufen. Die Medikamentenstudie zur Behandlung der Beckhoffschen Enzephalitis wird ab sofort in diesem Hause durchgeführt, und zwar unter meiner Leitung. Wow, vielen Dank, Dr. Fenrich, dass Sie sich so reingehängt haben. Ach, gerne. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht nur für Ihre beiden Patientinnen gemacht, sondern tatsächlich auch für das Renommee unseres Hauses. Natürlich, Dr. Fenrich, das ist wunderbar. Sehen Sie uns schon, ist eine Win-Win-Situation, oder? Ja. Schicken Sie die beiden schnell vorbei, am besten noch heute. Sie müssen nämlich eine Menge Dokumente unterzeichnen. Unsere Rechtsabteilung wühlt sich gerade durch die Unterlagen. Ach, wunderbar, das mache ich. Genau, und grüßen Sie Alexander von mir, ja? Ja. Super. Wiederhören. Danke, Frau Dr. Fenrich. Gut, dann rufen Sie bitte die Patienten Lambert und Dorfner an. Sie mögen hierher kommen, aber Sie wissen, ne?
Er meint die Kara Lambert. Ja, die meint er. Und Marie Dorfner. Genau die. Aber legen Sie die Termine bitte so, dass die beiden einander nicht begegnen. Wieso? Naja, die zwei sind Schwestern und die eine hatte was mit dem Mann der anderen. Nein. Oh Gott. Ich glaube, die sind verwandt mit uns Grubers. Da ist Lilly Gruber hier vom Praxis Dr. Gruber. Mein Vater wird Sie gern sehen. Ist es möglich für Sie, dass Sie vorbeikommen? Ehrlich gesagt wollte ich Sie auch gerade anrufen. Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Meinen Sie, Ihr Vater könnte kurz vorbeikommen? Der Frau Dorfner geht's nicht gut. Hat der Papa Zeit für einen Hausbesuch? Ja. Sagen Sie, er kommt so schnell wie möglich. Er kommt so schnell wie möglich. Das ist nett. Danke. Gut. Wiederhören. Tschüss. Was hat die denn? Die beiden Schwestern leiden an einer sehr seltenen Erbkrankheit, die sogenannte Beckhoffsche Enzephalitis. Die führt zu Abbau von lebenswichtigen Nervenzellen im Gehirn. Das heißt, sie stirbt? Ja, es sei denn, das neue Medikament wird ein Erfolg. Und? Wenn du mir das vor 5 Jahren gesagt hättest, hätte ich dich ausgelacht. Ich hab dir das vor 5 Jahren gesagt und du hast mich ausgelacht. Echt? Ja. Als meine Urgroßeltern das Hotel eröffnet haben, da war es eine Sensation, dass es auf jedem Zimmer eine Toilette und fließend Wasser gab. Wir waren damals Visionäre und wir sind es heute. Kommen deine Eltern denn jetzt zur Eröffnung? Sie haben abgesagt. 30 Jahre Hotel sind genug, meinen Sie. Und wir machen es später genauso. Irgendwo in der Sonne sitzen, nichts tun. Außer meine verdammte Krankheit bricht aus und rafft mich dahin. Das wird nicht passieren. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Frau Gruber. Ja, natürlich, kein Problem. Wir können sofort vorbeikommen. Wiederhören. Wegen der Studie? Vermutlich. Das sind gute Neuigkeiten. Ich gehe noch schnell meinen Mantel holen. Ja. Kara? Wegen der Eröffnungsfeier. Vielleicht willst du ja die Rede halten. Wenn du an meiner Seite stehst. Wo soll ich denn sonst stehen? Etwas erhöht. Gleich mal kurz in die Augen, wenn Sie mich anschauen. Doppelbild hatten Sie auch keine, sagen Sie? Dass man aus der Lymphknoten passt, ne? Sind etwas geschwollen, das ist nicht schlimm, aber... Aber es könnte auch was anderes als einfach nur eine Erkältung sein, oder? Jetzt schauen wir mal. Hatten Sie Kopfschmerzen? Ja, seit gestern. Okay, aber Lähmungserscheinungen hatten Sie keine und neurologische Ausfälle auch nicht. Gott sei Dank nicht. Eigentlich arbeite ich ja oben bei Toni auf dem Hollerbachhof, aber der hat mich wieder nach Hause geschickt. Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich seine teuren Rindviecher anstecke. Okay. Ich würde ihn gerne ein bisschen gut daten, damit wir den Anfang machen könnten. Könnten es die ersten Symptome dieser Enzephalitis sein? Ja, könnten es sein, aber jetzt schauen wir erst mal. Wahrscheinlich ist ein Infekt, das halbe Dorf liegt ja flach. Außerdem wollen wir optimistisch bleiben, denn
Die gute Nachricht hätte ich fast vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie einen Platz in der Studie haben. Ja? Mhm. Das sind die besten Nachrichten seit langem. Da die Studie bald beginnen soll, also umgehend, müssen wir schauen, dass wir sie schnell wieder fit kriegen. So, jetzt ein bisschen pieksen vielleicht. Mhm. So. Und Kara? Hat sie auch einen Platz in der Studie? Ja, die hat auch einen Platz. Gott sei Dank. Aha. Der Wirkstoff hat bei Testpersonen der Phase 2 schon funktioniert. Das heißt, wir können optimistisch sein, dass er auch bei Personen der Phase 3 funktioniert. Das heißt also auch bei Ihnen. Und dann werde ich wieder gesund. Dann werden Sie wieder gesund. Und kann endlich hier weg. Das klingt ja nicht gerade nach Fernweh. Es würde nicht gut gehen, wenn ich hier bleiben würde. Warum? Zu viele offene Wunden? Gut, das Blut schickt mir ins Labor und sobald ich die Ergebnisse habe, dann melde ich mich bei Ihnen. Gut. Dr. Gruber, was gibt's? Dr. Fendrich, ich war gerade bei unserer Patientin Dorfner. Ah, die hat sich über die Neuigkeiten gefreut, nehme ich an. Ja, sie hat sich gefreut, aber sie zeigt Symptome eines Infekts. Was Virales? Die Blutproben schicke ich in ein kleines Labor. Ich würde vorschlagen, dass Sie auf eine beginnende Enzephalitis überprüfen. Ja, das hoffe ich mal nicht. Ansonsten sehe ich nämlich ein medizinisches und juristisches Problem auf uns zukommen. Aha, was meinen Sie denn damit? Na ja, in dieser Phase-3-Studie dürfen nur Patienten teilnehmen, bei denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Ja, aber... Es tut mir wirklich leid, Dr. Gruber. Ich rufe Sie an, sobald die Laborergebnisse vorliegen, ja? Dr. Fendrich? Frau Lambert, Sie haben einen Platz in der Medikamentenstudie. Sicher. Oh, super. Siehst du, das sind gute Neuigkeiten. Zur Krankheit, wie Sie wissen, kann die Beckhoffsche Enzephalitis lebenswichtige Zellen im Gehirn auflösen. Zum Glück aber erst, wenn sie ausbricht. Wenn es dazu kommt, bin ich innerhalb von 3 Monaten tot. Ich denke, darüber bin ich im Bilde, Dr. Gruber. Okay. Bei dieser Studie, es geht um den Wirkstoff Milocytin, das defekte Gen, das die Krankheit auslöst, soll durch diesen Wirkstoff blockiert werden. Ich weiß. Einmal hat es bereits geklappt und jetzt will man sehen, ob der Wirkstoff auch bei anderen Patienten funktioniert. Frau Dr. Fendrich erwartet Sie heute noch im Klinikum Hall. Da müssen Sie noch einige Unterlagen unterzeichnen. Wann kann meine Frau das Medikament bekommen? Also ich gehe davon aus, sehr kurzfristig, relativ zeitnah. Die Kontrolluntersuchungen werden im Klinikum in Hall stattfinden. Infusionen bekommen Sie hier bei mir. Mhm. Frau Lambert, auch wenn Ihnen diese Wiedereröffnung ins Haus steht und ich Ihnen dazu viel Glück wünsche und ich weiß, dass es viel Arbeit sein wird, beherzigen Sie bitte meinen Rat und gönnen Sie sich so viel Ruhe wie nur irgend möglich. Ja? Ich werde es versuchen, Dr. Gruber. Nochmal danke, dass Sie das alles ermöglicht haben. Sehr gerne. Dankeschön, Herr Lambert. Sie müssen unbedingt morgen Abend zu unserer Feier kommen. Ja, ich werde es versuchen. Jetzt können wir endlich über Kinder nachdenken. Ja. Der Fotograf kommt eine halbe Stunde später. Okay. Du, Kara, ich habe mein Handy vergessen. In der Praxis. Hattest du es überhaupt mit? Ja. Aber da ist sie nicht. War wieder ein bisschen schludrig, der Herr Doktor. Hm? Ich bitte. Moment. Herr Lambert. Dr. Gruber. Hat Maria auch einen Platz in der Studie bekommen? Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind kein Angehöriger. Ihre Frau könnte ich sagen. Bitte. Tut mir leid, Herr Lambert. Da müssen Sie sich selber fragen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der scheint hier noch ziemlich an der Frau Dorfner zu hängen. Die Abrechnung. Lag unter dem Tiroler Tagblatt. Sporteil. Aha. Frau Bonner, finden Sie es korrekt, dass Sie unserer geschätzten Mitarbeiterin private Details unserer Patienten mitteilen? Papa, ich muss schließlich wissen, warum sich die zwei Schwestern nicht sehen dürfen. Eben. Eben? Sonst noch irgendwelche Beschwerden?
völlig beschwerdefrei. Danke, Lisbeth. Hat gut getan zu reden. Du kannst jederzeit hier vorbeikommen, das weißt ja. Du kannst auch gern weiter bei mir oben im Zimmer wohnen. Außer ihr zwei schlagt euch da die Köpfe ein. Danke dir. Sollen wir nicht doch noch mal mit dem Ulmler reden? Ja, das wird nichts bringen, leider. Aber weißt du, was so absurd ist? Die drei Futtermaisfelder, die wären nächstes Jahr zum Bioanbau zertifiziert worden. Das heißt, wenn der Hof nicht abgebrannt wäre, dann hätte ich jetzt damit anfangen können, den ganzen Betrieb auf ökologisch umzustellen. Aber es hat er nicht sollen sein. Mei. Fitti. Servus. Und? Wie geht's ihr? Sie ist ziemlich tapfer. Lisbeth, wir sind heute Mittag durchreserviert. Hilfst du mir in der Küche? Mhm. Ja, mach ich. Super, danke. Hey. Hier. Die sind für die, fürchte. Oh, unvermeidlich. Von der Bank und von der Versicherung. Kannst du hier bleiben, weiß ja eh jeder. Hiermit kündigen wir ihre laufenden Kredite mit den Vertragsnummern und so weiter. Die ordnen jetzt die Zwangsverstreckung an. Und die Versicherung? Nach eingehender Prüfung der Krankenhausakte des Verstorbenen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Herr Distelmeier vor und während des Brandes stark alkoholisiert war. Wir stufen seinen Handel da als grob fahrlässig ein und können keine Schadensregulierung vornehmen. Mit freundlichen Grüßen, Friederike Jäger. Die kann mich mal kreuzweise. Die hat nicht mal den Anstand, mir das ins Gesicht zu sagen, diese dumme Kuh. Du, Anne. Nein, sowas macht man nicht. Scheiße. Soll ich mir den Motor mal anschauen? Bringt nichts, der Tank ist leer. Na. Es hat keinen besseren Zeitpunkt geben können. Ja. Vielleicht rufst du einfach mal Maria an und fragst, ob sie auch einen Platz in der Studie bekommen. Und wieso sollte ich das tun? Weil sie deine Schwester ist. Wenn sie meine Schwester wäre, dann wäre sie nicht mit dir ins Bett gegangen. Das haben wir doch abgehakt, oder? Exakt. Und zwar so, dass Maria aus unserem Leben verschwindet. Cara Marie hat niemand anderes außer uns. Das war ein Fehler, ja. Aber das können wir auch wieder einrenken. Nein. Aber von mir aus ruf sie an und frag nach der Studie. Wer ist da? Ich bin's. Hey. Kann ich reinkommen?
Alles in Ordnung? Dr. Gruber sei vermutlich nur ein Infekt. Okay. Thomas, was willst du hier? Ich will wissen, ob du einen Platz bekommen hast in der Studie. Hab ich, ja. Wirklich? Arbeitest du immer noch auf dem Hollerbachhof? Ja. Der Toni bezahlt ganz gut. Ich werde versuchen, im Winter ordentlich Geld als Skilehrerin zu verdienen. Und wenn die Medikamente gut anschlagen, dann werde ich Elmo verlassen. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Wärst du eigentlich bei mir geblieben, wenn es die Diagnose nicht gegeben hätte? Hättest du es getan, dich von Kara zu trennen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir hätten ihr das nie antun dürfen. Ich weiß. Kann ich dich irgendwie überreden zu bleiben? Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt wärst. War schön, dich zu sehen. Ja, und wie bist du dann draufgekommen, dass die Schwestern an Enzephalitis leiden? Routine-Check-up. Auffällige Blutwerte und eine ungewöhnliche Neurologie. Und dann? Ja, und dann ist mir eingefallen, dass die Mutter von den beiden vor 20 Jahren an einer ungeklärten Hirnerkrankung gestorben ist. An einer Panenzephalitis mit akutem Verlauf. Also das heißt, die Mutter hat ihnen die Krankheit vererbt? So ist es. Dann gab es noch eine abschließende Gendiagnostik bei Frau Lambert und Professor Dorfner. Das Unangenehme war allerdings, dass der Befund, dass beide das kranke Gen in sich tragen, kam genau zu dem Zeitpunkt, dass sie herausgestellt hat, dass Herr Lambert was mit der Schwägerin angefangen hat. Okay. Apropos, was haben? Rike, grüß dich. Martin, hi. Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur mal hören, wie es so läuft bei euch oben. Wie es so läuft? Aha, verstehe, du möchtest wissen, wie es mit Anna so läuft, hä? Oder so, ja. Sie ignoriert mich. Vermutlich hat sie heute Morgen einen Brief bekommen von mir. Nur, dass du vorgewarnt bist. Alles klar, danke dir. Kann ich dich vielleicht mit einem Essen locken? Heute Abend bei mir? Heute Abend, ja, kannst du. Sagen wir um 8. Um 8. Allerdings, Lukas wird auch hier sein. Ich hole ihn gleich vom Sonnenhof ab. Okay, verstehe. Nur wenn du meinst, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns sehen, Er weiß ja schon ziemlich viel von uns beiden. Ja, stimmt auch wieder. Gut, dann machen wir es so, dann bin ich um 8 bei euch. Super. Ich freue mich. Ich mich auch. Ciao. Dr. Kahnweiler für Sie. Okay, danke. Noch Kaffee? Gerne. Alexander. Martin, mein einziger Freund, ich komme mit keiner guten Kunde. Okay, warte mal kurz, ich mache dich schnell laut. So, schieß los. Der Befund von Marie Dörfner. Ich nehme an, du weißt, dass es 6 labordiagnostische Kriterien bei einer Beckhoffschen Enzephalitis gibt. Ja, das weiß ich. 4 davon wurden positiv getestet. Glatrin und ER1 wurden noch nicht nachgewiesen. Das heißt, das wäre der Fall bei beginnendem Zellverfall, oder? Vera und ich glauben, dass sich die Enzephalitis bei ihr schon im Ausbruch befindet. Hat die Dame über Kopfschmerzen geklagt? Ja, hat sie. Gut, dann brauchen wir so schnell wie möglich eine Schädel-CT, um festzustellen, ob sich das Gewebe im Thalamus verändert hat. Ja, okay, pass auf. Wenn ich heute mit dir vorbeikomme, kannst du sie einschieben? Natürlich, du bist doch mein Freund, Martin. Danke dir, Alexander. Bis dann.
Und hat Marie den Platz in der Studie bekommen? Ja, hat sie. Dann wäre das ja geklärt. Können wir uns darauf einigen, dass das dann dein letzter Kontakt zu ihr war? Ja, können wir. Sie wird Elmo verlassen, wenn die Medikamente anschlagen. Beruhigt? Ja. Ja. Komm, der Fotograf wartet schon. Oh, noch mal lächeln, bitte. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, Herr Cordes. Suchen Sie nur die schönsten aus. Natürlich. Dankeschön. Kommen Sie bitte nach Hause. Danke. Wir müssen direkt weiter in die Klinik. Der Termin mit Dr. Fenbrich. Was ist? Kara, meinst du nicht, dass es zwischen dir und Marie wieder wie früher werden kann? Wie früher? Ja. Meinst du, als ich sie getröstet habe, als unsere Mutter gestorben ist? Oder als sich unser Vater zu Tode gesoffen hat? Kara, das hat da doch gar... Oder vielleicht, als ich ihr vor 2 Jahren hier den Job besorgt habe. Ich war immer für sie da, Thomas, immer. Es hat mich viel Kraft gekostet, dir zu verzeihen, aber bei Marie kann ich das nicht. Frau Dorfner, bleiben Sie einfach ruhig liegen. Es wird nicht länger als 15 Minuten dauern, ja? Danke. So. Dann wollen wir mal. Sehen Sie hier, das ist der Thalamus. Eindeutig unauffällig. Keine Dem, keine Einblutung. Bei einer beginnenden Enzephalitis hätte man hier in diesem Bereich einen entzündlichen Vorgang sehen müssen. Das heißt, insofern ist der unauffällige Befund, Frau Dorfner, ein sehr gutes Zeichen. Und die Blutwerte? Da ist es so, dass 4 der 6 bekannten Parameter positiv getestet wurden. Allerdings könnte es auch sein, dass diese Werte durch eine andere Krankheit verursacht wurden. Das müssen wir noch abklären. Ja, wir prüfen noch verschiedene Optionen und im Labor morgen wissen wir mehr. Also sowas wie eine letzte Geigenfrist, ja? Ja, wenn Sie so wollen. Wir können das Warten leider nicht ersparen. Wir sollten jetzt noch zu Frau Dr. Fenbrich wegen ein paar Unterschriften. Alles in Ordnung? Nur einen Moment. Wollen Sie ein Stück Wasser? Danke. Hallo, Kara. Dr. Gruber? Kommst du bitte, Frau Dr. Fenbrich wartet. Ja. Ist alles in Ordnung? Also. Besser, du lässt sie nicht warten. Sie hasst mich. Vermutlich müsste ich sagen, dass ich mir wünschte, dass das alles nie passiert wäre. Aber das wäre eine Lüge. Frau Dorfner, ich... Dr. Gruber. Frau Dorfner, nehme ich an? Dr. Fenbrich. Dr. Gruber, ich müsste Sie mal einen Moment sprechen, bitte. Bin gleich bei Ihnen, ja? Bei Frau Dorfner fehlt der abschließende Beweis, dass die Enzephalitis bereits ausgebrochen ist. 4 von 6 Werten weisen darauf hin. Aber die 2, die den Zellverfall beweisen, die fehlen. Und der Thalamus war im CT unauffällig. So, und jetzt sind Sie dran. Was er damit meint, ist, wenn Frau Dorfner die Papiere unterschreiben lässt, dann ist sie auf jeden Fall in der Studie dabei. Das heißt, egal, was Sie auch im Labor finden werden, sie wird auf jeden Fall das Melozotin bekommen. Ja, das ist mir schon klar. Dr. Gruber, ich halte Sie für einen hervorragenden Arzt. Wie hoch beziffern Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei Marie Dorfner die Enzephalitis bereits ausgebrochen ist?
Ich sag mal so, Dr. Fenrich, es sind immerhin 20%, dass die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Sehen Sie, das deckt sich mit meiner Einschätzung. Also besteht eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie bereits krank ist. Europaweit nehmen gerade mal 27 Patienten an dieser Studie teil. Wenn ich da auch nur einen einzigen zweifelhaften Fall zulasse, dann ergibt sich alleine dadurch eine statistische Unschärfe von knapp 4%. Also, wir warten bis morgen früh. Und dann überprüfen wir noch mal die Parameter in Frau Dorfners Blut. Aber bis dahin, Dr. Gruber, ist sie keine Patientin dieser Studie. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich brauche noch ein paar Unterschriften von Frau Lambert. Dr. Gruber. Dr. Fenrich. Martin, schimpf nicht mit ihr. Aber es geht immerhin um die Zulassung eines neuen Medikamentes. Schon okay, Alexander. Schon okay. Wir sollten im Labor noch auf entzündliche Veränderungen im Nervensystem untersuchen. Wird dir sonst noch was sein? Nicht wirklich. Aber Sie haben noch auf dem Weg hierher gesagt, dass ich die Dokumente heute noch unterschreiben soll, damit ich die Medikamente so schnell wie möglich bekomme. Ja, das habe ich gesagt, Frau Dorfner. Es ist nun mal so, wir müssen erstmal die Blutung untersuchen. Wenn man in die Studie aufgenommen werden will, dann muss man einwandfrei klären, dass die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist. Verstehen Sie? Und wenn ich krank bin, dann darf ich die Medikamente nicht bekommen? Das ist doch Wahnsinn. Die Medikamente sind doch meine einzige Chance. Das haben Sie die ganze Zeit selbst gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Okay. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Wir müssen warten bis morgen früh. Ich hätte auch gern, dass es anders ist. Okay? Kommen Sie. Können Sie noch eine Krankschreibung an den Hollerbachhof schicken? Ja, erstmal die Mädels, geht mal früh raus. Dann haben sie 3 Kilometer huckepacken Berg runtergeschleppt, weil ihr Knöchel angeblich verstaucht war. Der war nicht einmal geschwollen. Hast du wenigstens Trinkgeld bekommen? Dreimal darfst du raten. Wenigstens hast du einen Job, bei dem man was verdient. Ja. Servus miteinander. Lass dich nicht stören, ich wollte nur ein paar Sachen abholen. Oma! Oma, was? Magst du vielleicht zum Abendessen bleiben? Papa. Ihr könnt was kochen für uns. Na, wie gesagt, ich brauche nur ein paar Unterlagen. So. Anne? Das waren noch die Abrechnungen vom letzten Jahr. Magst du vielleicht morgen mit mir frühstücken? Ich hätte was mit dir zu besprechen. Ja, gern. Gut, dann bis morgen. Servus. Servus. Ja, magst du nicht noch ein bisschen bleiben? Ah, weißt du. Servus. Vierti, Hans. Vierti, Mama. Mama? Du hier? Ich schon wieder weg. Also, irgendwas hat die vor. Der steht fest. Bin ja ich der Einzige, den das beunruhigt? Wieso, was soll denn Schlimmes passieren? Ja. Hi. Na, wie ist es? Wie war's in der Klinik? Ja, gut, soweit. Also, wir haben noch Probleme mit dieser neuen Studie, aber ich wollte sagen, ich treffe jetzt Alexander in der Stadt, nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Weil du ihn heute noch nicht in der Klinik gesehen hast. Oh, Madame spricht wieder mit mir. Bild dir bloß nichts drauf ein. Sag mal, was wollte die Mama hier? Das versuchen wir gerade rauszufinden. Aber sie hat mit dem Papa geredet. Echt? Das ist alles prima. Hey, Anne, das wird alles wieder gut. Ein Scheißdreck wird alles wieder gut.
Schön, dass du da bist. Mhm. Nicht zu spät. Ey, ich hab doch schon Borderline. Soll ich jetzt noch ein Trauma bekommen, nur weil ich euch beim Knutschen zuschauen muss? Pass auf, Lukas, sonst knutsche ich dich gleich. Mutti. Schön, dich zu sehen, Lukas. Guten Abend, Dr. Gruber. Kara, was ist denn mit den traditionellen Sternegerichten, die es immer gab? Die wird es auch weiterhin geben. Ich habe Mario und sein Team nur gebeten, ein paar Variationen zu finden. Das sind traditionelle Standardgerichte, die brauchen keine Variation. Ja, müssen wir mal alles anders machen. Nicht anders. Nur ein bisschen besser. Versuch, Schlaf zu kriegen. Morgen wird ein wichtiger Tag. Was ist passiert? Dr. Gruber hat gesagt, dass es vielleicht Probleme mit der Medikamentenstudie gibt und dass ich nicht teilnehmen darf. Marie, beruhig dich. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich halte es nicht alleine aus. Ich komme vorbei. Okay. Okay, ciao. Bis gleich. Also fassen wir noch mal zusammen. Die guten Nachrichten sind, der CT-Befund ist unauffällig. Die Zellzerstörung konnte im Labor nicht abschließend bestätigt werden. Und Dr. Gruber ist ein hervorragender Arzt. Wenn er sagt, dass die Blutwerte auch durch was anderes ausgelöst werden können, dann ist es so. Und was, wenn nicht? Was, wenn es doch diese Krankheit ist und ich die Medikamente nicht bekomme? Ich werde sterben. Hey. Genauso elendig wie Mama damals. Hör auf. Schau mich an. Sag das nicht. Bitte. Das passiert nicht. Es ist schön, dass du da bist. Ich meine, wo soll ich denn jetzt? Na dann, hier hin. Oh. Martin, drei Züge. Ja. Das war's dann wohl. Wir können es aber auch gerne zu Ende spielen. Danke. Mhm. Danke. Das war jetzt das wievielte Mal? Das vierte. Das vierte Mal. Ende. Aber Dr. Gruber, du kannst ja jetzt nicht sieglos davonschleichen wollen. Der Einzige, der sich jetzt hier mal davonschleicht, das bist du, Lukas, und zwar in dein Zimmer.
Aber ist doch ganz schön hier mit uns, oder? Mhm. Trotzdem. Ja, das stimmt. Ich bedanke mich für die Lehrstunde. Und ich habe morgen einen harten Tag. Ich muss tatsächlich los. Ne? Wirklich? Ja, ist besser. Du entschuldigst uns bitte. Ich begleite Dr. Gruber noch zu seinem Auto. Man sieht sich. Mhm. Und was mit der Revanche? Die, Freundchen, die wird kommen. Oh. Tut mir leid, dass es so eine Klette war. Die war doch gar keine Klette. Nur 1A, Schachpartner. Alles gut. Ich habe auch keine Chance mehr gegen ihn. Hat immer gegen seinen Vater gespielt. Rika? Mhm. Ich sag's dir einfach. Ich möchte hier nicht den Ersatzpapa machen, okay? Das musst du auch nicht. Ich muss alles gut, ich wollte es nur gesagt haben. Sei doch froh, dass er dich nicht hasst. Er spielt wirklich genial. Sensationell. Wahnsinn. Sag mal, wie lange ist er jetzt noch da? Noch 2 Nächte. Okay. Ja, nur weil ich überlege, ich glaube, dass wir beide noch dringend was nachholen müssen, nicht wahr? Unbedingt. Sag Lukas liebe Grüße. Ja? Fahr vorsichtig. Gute Nacht. Heute Nacht, den hat es nie gegeben, ja. Ruf mich an, wenn du die Laborergebnisse hast. Das ist nicht gut. Meine Arme fühlen sich irgendwie an, als wären sie eingeschlafen. Mhm. Okay. Oh. Okay. Das wird Ihnen jetzt vielleicht nicht gefallen, aber ich muss Sie direkt mitnehmen ins Krankenhaus. Ja, weil wir dort einfach besser reagieren können, falls es notwendig ist. Das ist echt nett von dir. Aber nur, weil du mir im Gegenzug sagen wirst, dass die Mama vorhat, oder? Deal? Deal.
War Martin eigentlich gestern wirklich mit Kahnweiler unterwegs? Ja, klar. Mit wem sonst? Ja, gerade ein paar Probleme. Private. Der Kahnweiler. Gut. Machen wir die Kiste wieder zu, hm? Hey, fang. Glücklichen Besitzer Kara und Thomas Lambert vor ihrem neuen 5-Sterne aus. Was ist los mit dir? Du warst vorhin schon so schweigsam. Kara, heute Nacht da. Jetzt sind die neuen Medikamente schon eingetroffen. Dr. Gruber. Okay. Was hat sie? Danke für Ihren Anruf. Was ist? Marie, sie liegt in der Klinik. Was? Eine Vorsichtsmaßnahme, sagte man, weiß noch nichts genau. Scheiße! Ich war gestern Nacht bei Marie. Sie hat mich angerufen, weil sie Panik hatte. Sie hat Angst, dass die Krankheit ausgebrochen ist. Weil es nicht ganz abwegig ist. Du hast mir was versprochen, Thomas. Kein Kontakt. Ich wollte dich nicht anlügen. Und ich fahre jetzt zu ihr in die Klinik. Nein, das wirst du nicht! Thomas! Bin zur Feier wieder pünktlich da. Gut. Also nicht gut. Der 5. Parameter ist ebenfalls positiv getestet. Ja. Mit Latrinwert ist weit über 100. Ja. Was ist mit einer viralen Infektion des Thalamus? Ich meine, das wird den Latrinwert natürlich erklären. Letzte Seite wurde negativ getestet. Keine Auffälligkeiten. Wir müssen mit Vera sprechen, schon, was sie Zeit hat. Ja, vielleicht hat sie ja Zeit. Ja. Entschuldigung, ich suche Dr. Gruber. Wie geht es hier? Lambert, hören Sie, ich... Jetzt hören Sie auch in Ihrer Schweigepflicht. Wir wissen, wie es ihr geht. Es sieht gerade danach aus, als ob die Enzephalitis ausbrechen würde. Die Medikamente kriegst du dir. Herr Lambert, ich arbeite dran. Weiß ich schon. Sie hat schon genug Angst. Ich will zu ihr. Darf ich zu ihr? Würde sie es wollen? Da bin ich mir ganz sicher. Hier links. Tja, das sieht ziemlich eindeutig aus. Haben Sie jetzt immer noch Fragen zum Sachverhalt? Dr. Fenwick, der Klatrinwert zeigt, dass wir es hier mit einer Zellauflösung zu tun haben. Aber ohne den EEA1-Nachweis ist es nach wie vor fraglich, ob diese Zellauflösung im Thalamus oder vielleicht noch andere Organe betrifft. Eine Erklärung dafür? Nein, leider nicht. Der EEA1-Nachweis, der wird früher oder später folgen. Ich nehme an, dass Sie immer noch darauf bestehen, dass ich die Patientin Dorfner in die Studie aufnehme. Wir müssen die Patientin Dorfner mit Müller-Zotin versorgen. Das ist die einzige Chance, die sie hat. Ja, aber unter den gegebenen Umständen kann ich die Patientin unmöglich zur Studie zulassen. Das wissen Sie doch ganz wir genau. Wir haben ein Medikament, das den tödlichen Abbau von Gehirnzellen stoppen kann. Und Sie wollen es dieser Patientin vorenthalten? Martin. Alexander. Unsere einzige Aufgabe ist, das Leben zu retten, Dr. Ja, Fenrich. Und dabei sind wir nun mal an Regeln gebunden. Und diese Regeln besagen in Ihrem Fall, Dr. Gruber, dass Sie bereits eine Patientin in der Studie haben, nämlich Frau Lambert. Und dass Sie die Patientin Lambert, wie wir das besprochen haben, mit den Infusionen versorgen werden. Kann ich davon ausgehen, dass es auch genauso umgesetzt wird? Natürlich, das können Sie. Ja. Okay, dann wäre das ja endlich geklärt. Dr. Gruber? Dr. Fenrich. Katastrophe. Alexander, wir könnten einer Patientin helfen, wir dürfen es aber nicht. Das ist absurd. Martin, was ich dir jetzt sage, habe ich niemals gesagt. Der Einzige, der helfen kann, das bist du. Ach, ich werde Kara verlassen. Ich weiß, ich habe vor einem halben Jahr noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber jetzt weiß ich's. Ich werde mit dir sprechen und dann sind wir frei.
Aber Thomas, es wäre keine Freiheit, wenn Kara verletzt zurückbleibt. Weder für dich noch für mich. Sie wird auf die Beine kommen. Wenn das jemand kann, dann sie. Und wenn ich sterbe? Du wirst nicht sterben. Sag das nicht. Bitte. Dr. Gruber versucht da draußen alles, damit du an das Milocetin kommst. Okay, mal angenommen, es würde alles gut gehen, dann... Dann kaufe ich zwei Rucksäcke und dann reisen wir um die Welt. Okay, wenn ich die gekauft habe, dann habe ich vielleicht kein Geld mehr. Aber nun ja. Sie würde dir vor Gericht alles abknüpfen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich will bei dir sein. Und wenn ich noch sterbe? Du wirst nicht sterben. Schau mich an. Du schaffst das. Ich muss auf die Eröffnungsfeier. Ich schau, dass ich da schnell wegkomme. Bis nachher. Bis dann. Frau Bornholm, ich bin's. Ja, ich bin unterwegs. Ich wollte nur fragen, ob die Infusionslösungen für Frau Lambert aus der Uniklinik Salzburg schon angekommen sind. In diese Sekunde. Na, ist doch super. Dann rufen Sie bitte Frau Lambert an. Ich würde Sie gerne mal bei mir in der Praxis sprechen. Mach ich. Wiederhören. Ja. Ciao. Servus. Ciao. Danke. Was willst du? Den Betrieb bei uns oben wieder aufmachen. Hast du richtig gehört? Aber der Hof, der gehört doch dem Hans und der hat den Betrieb geschlossen. Ja, aber nicht, weil wir so schlecht dagestanden sind, sondern nur, weil er keine Zukunft über die nächsten 10 Jahre rausgesehen hat. Weil die Lilly den Hof nicht übernehmen will und weil du... Weil ich ja bis dahin wahrscheinlich eh unter der Erde liege, hab die schon verstanden. Und warum glaubst du, dass der Hans das will? Weil er jetzt eine neue Perspektive vor die Nase gesetzt bekommt. Und die wäre? Du steigst bei uns ein. Ich mach was? Du steigst bei uns ein, auf dem Hof. Als Partnerin. Ja, aber... Du hast mir doch von diesen Futtermaisfeldern erzählt, die demnächst das Bio-Zertifikat bekommen sollen. Also, wir gehen zum Ulmüller, sagen ihm, er muss diese Felder aus der Konkursmasse rausnehmen, damit du sie bei uns auf dem Hof einbringen kannst. Schau mal. Ich habe heute die ganze Nacht, habe ich das durchgerechnet. Die Zahlen gehen auf. Das passt. Was sagst du? Außerdem weiß ich, dass der Hans, also der hat das Geld noch vom Verkauf von unseren Kühen und von den Geräten. Und da können wir das ganz gezielt für diesen Neuanfang einsetzen. Ja, aber wieso sollte denn seine Meinung ändern? Der ist doch glücklich bei den Mountain-Profis. Oh nee, der denkt doch bloß, er ist glücklich. Wenn der das wüsste, dass unser Hof wieder eine Zukunft hat, dass wir sogar expandieren könnten, dann denkt er bestimmt noch mal drüber nach. Weißt, wir brauchen jetzt nur zum Ulmüller gehen und ihm unsere Zahlen präsentieren. Ja, und der Martin? Also, Martin, dann musst du dich heute irgendwie versöhnen, wenn wir diesen Plan durchführen wollen. Also, wann gehen wir zur Bank? Jetzt gleich. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Sag nur der Susanne Bescheid. Servus, Peter. Hallo, Hans. Ein Strahl wie neu, oder? Ja. Aber Preise haben die inzwischen in der Waschanlage, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß, ich weiß. Du sag mal, du hast mir gar nicht erzählt, dass eine Kundin sich den Knöchel verstaucht hat. Ach so, ja, richtig. Entschuldigung, ist mir irgendwie durchgerutscht. Ja. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass der verstaucht war. Woher weißt du das überhaupt? Michael aus dem Reisebüro hat dir angerufen, wo die Gruppe die Tour mit dir gebucht hat. Ja, ja, weißt schon. Und ehrlich gesagt, die Michaela, die hat eine Beschwerde durchgegeben. Wie bitte? Ja, die Kundin hat gesagt, du hättest vor der Gruppe Späße auf ihre Kosten gemacht. Was? Ich hab dir stundenlang Huckepack den Berg runtergeschleppt. Die kann ja froh sein, dass mir nur zum Späße machen zumute war. Ja, ich bin auch auf deiner Seite, Hans. Aber ein paar Erfahrungen hast du bisher eben noch nicht gemacht. Zum Beispiel, der Kunde hat immer recht. Ruf einfach Michaela an und sag, dass es dir leid tut, okay? Okay. Alles klar. Da hinten sind noch ein paar Neoprenanzüge, die müssen aufgehängt werden. Alles klar.
Frau Lambert, schön, dass es geklappt hat. Kein Problem. Kommen Sie. Bin ich wegen Marie hier? Ja, Frau Lambert. Aber es betrifft auch Sie. Glauben Sie nicht, dass ich zu ihr Fahnenhändchen halte? Außerdem erledigt Thomas das vermutlich schon. Es sieht ganz danach aus, als ob die Enzephalitis bei ihrer Schwester bereits ausgebrochen ist. Und das ist nicht gut. Aber das Medikament kann ihr doch noch helfen. Das Medikament würde ihr wahrscheinlich helfen, wir haben ein Problem, Frau Lambert. Dr. Fenrich kann ihre Schwester zur Studie nicht zulassen, weil es für dieses Medikament keine Genehmigung gibt, um es bei einer akuten Behandlung einzusetzen. Würde es denn funktionieren als akute Behandlung? Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, und jetzt, Sie können Maria nicht einfach sterben lassen. Das haben wir nicht vor, Frau Lambert, und deswegen möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Sie sollen in den nächsten 4 Wochen auch jeweils eine Infusion bekommen. Diese Infusionen sind aufeinander abgestimmt und bauen aufeinander auf. Ja. Und der Plan wäre, dass wir diese Infusion Ihrer Schwester geben. Angenommen, ich gebe Marie meine Medikamente. Was ist dann mit mir? Wir würden uns dann zu gegebener Zeit um sie kümmern. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden eine Lösung finden. Vorerst müssen wir aber ihre Schwester versorgen. Herr Dr. Gruber, ich habe die Unterlagen, die ich gestern unterschrieben habe, sehr genau gelesen. Und da steht glasklar drin, dass eine Weitergabe der Medikamente verboten ist. Ja. Natürlich will ich nicht, dass Marie stirbt. Aber es geht hier auch um mein Leben. Und das werde ich sicher nicht aufs Spiel setzen. Diese Medikamente sind die einzigen Medikamente, die wir haben. Und wenn das Ganze auffliegt, kann ich dann meinen Platz in der Studie verlieren? Ich hoffe, das wird nicht auffliegen. Sie hoffen. Und dann gehen Sie zu Frau Dr. Fendrich und sagen, ups, da waren doch glatt alle Beutel undicht. Kann ich bitte 4 neue haben? Offengestanden wäre das natürlich eine Möglichkeit. Vielleicht nicht die eleganteste, aber immerhin eine. Ja. Noch einmal, kann ich meinen Platz in der Studie verlieren? Theoretisch ja. Sie würden dann Einspruch erheben, dem würde wahrscheinlich stattgegeben, weil ich alles auf meine Kappe nehme, Frau Lambert. Es geht um Ihre Schwester. Ich werde darüber nachdenken. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, die Damen, ich fahre noch mal schnell in die Klinik, ja? Sie herzzerreißende Erklärungen über Ihren Gesundheitszustand sparen. Ich war bei Dr. Gruber. Und? Bist du hier, um deine Sachen zu packen? Das ist nicht so einfach. Doch, Thomas, es ist einfach. Wir können hier zusammen alt werden. Wir können Kinder haben und wir können glücklich sein. Das weiß ich einfach. Kannst du hier für 2 Stunden übernehmen? Was hast du vor? Ich fahre ins Krankenhaus. Ich werde Marie sagen, dass sie meine Medikamente haben kann. Die Reizübertragung ist nur leicht gestört. Das ist gut.
Martin, weiterhin noch kein Nachweis auf ER1, aber der Klatrinwert ist noch mal angestiegen, was eindeutig für einen fortschreitenden Zellabbau im Thalamus spricht. Ich habe damit von Lambert schon gesprochen. Wenn sie ihrer Schwester nicht helfen will, dann sind uns einfach die Hände gebunden. Nach dir. Danke. Ich möchte zu meiner Schwester. Frau Lambert, ja klar. Hier links. Geht's dir? Beschissen. Schön, dass du hier bist. Genauso hat's mit Mama angefangen. Erinnerst du dich? Als sie ins Krankenhaus kam und alle gerätselt haben, was ihr fehlt. Ich erinnere mich mehr, als mir lieb ist. Hat Dr. Gruber dir erzählt, dass ich bei ihm war? Nein. Warum? Marie, ich weiß, dass du immer noch nicht zugelassen wurdest zu der Studie. Und meine Medikamente sind bereits in der Praxis. Du kannst sie haben. Was? Nein. Nein, du brauchst sie doch selber. Du liegst hier, ich nicht. Du machst es einfach so. Ich bin mir sicher, dass es dir wieder besser gehen wird. Aber wenn du wieder fit bist, dann erwarte ich, dass du Elmar verlässt. Für immer. Was soll das werden? Eine Erpressung? Ich rette dein Leben, du rettest meine Ehe. Ich denke, das ist ein fairer Deal. Und Thomas? Glaubst du, er liebt dich? Er hat mich geliebt und er wird mich auch wieder lieben können. Das ist deine Entscheidung. Danke. Das Labor, Martin. Kannst du dir auf B1 und B6 mal bei unserer Patientin einen Reim machen? Nur weit und breit Nebel. Sie können meiner Schwester die Medikamente geben, wenn sie möchte. Was für ein Glück, dass Vera heute Abend keine Spätschicht hat. Ich werde dafür sorgen, dass niemand da ist. Dann kannst du sie in Ruhe an die Infusion hängen. Ja, wow. Der Kurier bringt die Infusion gleich hierher. Und wenn die da sind, dann können wir loslegen. Können Sie Thomas was von mir ausrichten? Wollen Sie das nicht selber sagen? Okay. Was soll ich ihm denn sagen? Sagen Sie ihm bitte, dass er heute Abend nicht mehr vorbeikommen soll. Okay. Und morgen? Ja, okay. Mach ich. Danke. Meinst du es wirklich ernst, oder? Ja. Aber es geht nur mit dir. Das ist die einzige Voraussetzung. Ja,
Ja, fehlt bloß nur die klitzekleine Kleinigkeit, dass die Bank mitspielt, ne? Und die drei Futtermaisfelder aus der Konkursmasse rauslöst. Also, wir waren ja heute bei der Bank, beim Ohlmüller. Der ist sich sicher, dass er mir entgegenkommen kann. Allerdings nur unter der Bedingung, dass du den Betrieb führen wirst. Weißt du, wir könnten den Hof wieder zurückbekommen. Mit völlig neuen Perspektiven. Mama, ihr habt dem Peter mal Wort gegeben, dass ich bei ihm einsteige. Ja, du brauchst da jetzt auch nicht sofort dich zu entscheiden. Denk jetzt erst mal drüber nach. Und frag dich, was du wirklich willst. Wir schaffen das mit der Anne gemeinsam. Wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen. Das ist eine ganz neue Voraussetzung. Jetzt mal bloß Interesse halber. Und mit Martin und dir, wie stellst du dir das vor? Wie soll das funktionieren, wenn ihr euch hier ständig über den Weg lauft? Ja, das schaffen wir schon irgendwie. Ich werde drüber nachdenken. Mehr kann ich euch wirklich nicht versprechen. Darf ich das mitnehmen? Ja, bitte. Meinst du, der macht mit? Der muss einfach. Und der Martin? Den müssen wir davon überzeugen. Magst du noch was? Trifft sich der Martin eigentlich mit einer anderen Frau? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hallo, Frau Hechtmann. Servus. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Bitteschön. So, jetzt sind fast alle da. Dann halte ich gleich mal meine Rede. Ja. Sag mal, was hat Maria nicht gesagt, als du ihr davon erzählt hast? Sie hat mein Angebot angenommen. Okay. Ich gehe schon mal vor, du kommst gleich nachher. Ja. Herr Gruber, schön, dass Sie da sind. Ja, bitte späten Sie, ne? Nein, gar nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe bezüglich Marie. Sehr gerne, Lambert. Ich mache noch meinen Beruf. Schön, von Ihnen. Ja, gern. Lambert, noch was? Ja. Ich muss Ihnen was sagen, Frau Dorfner hat mich darum gebeten. Das übersteigt wirklich wesentlich meine Kompetenzen als Arzt. Meint sie, möchte Sie heute Abend nicht mehr sehen. Und mit heute Abend meint sie, glaube ich, generell. Warum? Ich nehme an, sie hat sich Gedanken gemacht. Also über, ja. Kara hat sie erpresst. Das, die beiden haben miteinander gesprochen. Das, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Was machst du hier? Und du? Erst einmal möchte ich Sie ganz herzlich hier willkommen heißen. Es ist ein großer Tag für meinen Mann und mich und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie alle gekommen sind, um mit uns zu feiern. Sie wundern sich vielleicht, warum ich hier noch alleine stehe. Aber keine Sorge, Thomas müsste unterwegs sein. Ah, da ist er ja. Der Mann, ohne den das alles hier nicht möglich gewesen wäre. Ein Applaus bitte für meinen wunderbaren Ehemann Thomas Lambert. Ich muss mit dir sprechen. Nicht jetzt? Doch, jetzt. Machen wir es kurz. Das Buffet ist eröffnet. Da hätten wir eigentlich auch zusammen hierher gehen können. Was? Ach so, ja, hätten wir können. Ich bin ja quasi beruflich hier, weißt du? Ich auch. Ja? Spinnst du hier, seinen Auftritt hinzulegen? Wer spinnt hier? Du glaubst aber nicht ernsthaft, dass du mich von Marie fernhalten kannst. Ich habe ihr ein Angebot gemacht und sie hat es angenommen. Gott. Weißt du was? Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Du entschuldigst mich kurz, ja. Okay. Die haben doch mit ihrer Schwester geredet. Oder ihr vielmehr ins Gewissen geredet. Marie und ich, wir haben uns geeinigt. Es gibt mich eigentlich alles überhaupt nichts an, aber ich habe das, was Sie hier praktizieren, auch jahrelang gemacht. Ich wollte unbedingt mit einer Frau glücklich werden und ich war nur unglücklich. Es ging einfach nicht. Es ging alles mega schief. Sie wollen sagen, Liebe kann man nicht erzwingen. Oder so, ja. Liebe ist aber auch etwas, an dem man arbeiten kann. Entschuldigen Sie mich, ich muss mich um meine Gäste kümmern. Ja, es tut mir leid, ich...
schlimmer Tag? Für die anderen ja, für mich eher nervenaufreibend. Und bei dir? Ich musste mich um einen aufgeregten Rinderzüchter kümmern. Oh. Eins seiner Tiere war verendet und er hatte Sorge, dass eine Seuche ausbricht. Okay. Wollte wissen, ob wir zahlen oder nicht. Und? Ihn konnte ich wenigstens beruhigen. Du warst gut? Ja, du warst gut. Wollen wir nicht einfach hier abhauen und irgendwo... Rieke, wahnsinnig gern, aber ich pack's halt nicht mehr. Okay? Ich ruf dich an. Fühlen Sie sich? Ich habe ziemlich einen Durst. Mhm. Schwester? Ja. Durst? Mhm. Entschuldigung. Ein Thomas Lambert ist draußen. Er sagt, er müsste Sie dringend sprechen. Sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn nicht sehen will. Okay. Danke. Dankeschön. Meine Hand. Ich spüre nichts. Drück es mal zu. Und Sie spüren nichts? Alexander, hi. Na, wie geht's dir? Sind in der letzten Stunde Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen entwickelt. Sieht nicht gut aus, wenn du mich fragst. Okay. Ist Herr Lambert bei ihr? Sie will ihn zwar nicht sehen, aber... Er meint, er will die ganze Nacht bei ihr bleiben. Na gut, daran können wir dann nicht hindern, oder? Gut. Alles klar. Also, ich danke dir. Gern geschehen. Martin, guten Morgen. Rieke, guten Morgen. Ich werte das mal als gutes Zeichen, dass du so früh am Morgen schon an mich denkst. Du hast mir noch erzählt von diesem Bauern, von diesem Rinderzüchter, dem ein Rind eingegangen ist und der gedacht hat, der hat eine Epidemie. Wie heißt der nochmal? Ich unterliege genauso der Schweigepflicht wie du, Martin. Ja, Rieke, bitte, es ist wichtig. Es geht um den Patienten. Wie heißt der nochmal? Okay, gut. Es war beim Toni Hollerbach. Alles klar. Danke, super. Ja, ciao. Alexander, guten Morgen. Ja, hör zu. Martin, mein Freund, gut, dass du anrufst. Wir schieben Frau Dorfner gerade ins CT. Hey, Marie. Ich nehme mal an, dass die Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen zugenommen haben, ja? Haben sie. Deshalb wird das CT auch bestätigen, dass der Thalamus jetzt auch betroffen ist. Habt ihr die Laborwerte von heute Nacht schon? Haben wir. Liegen wahrscheinlich bei mir im Büro. Dann schauen wir nach, ob die Lymphozyten erhöht sind. Wenn ja, dann sagt Vera Bescheid, die soll im Labor Alarm machen. Wir werden das Blut von Frau Dorfner auf die bovine Adenoviren überprüfen. Martin, du willst mir doch nicht sagen, dass sie sich bei einem Tier angesteckt hat. Check die Lymphozyten, sag Vera Bescheid, ich bin gleich da. Alles klar, danke dir. Machen wir. Okay, danke, tschüss.
Was ist mit dir? Alles in Ordnung. Wir schieben Sie gerade ins CT. Bitte nehmen Sie vorne Platz. Morgen, Hans. Morgen. Und? Schon nachgedacht? Ja. Also, das hat ja in der Tat durchaus Hand und Fuß, was ihr euch da alles überlegt habt. Aber... Aber? Ihr werdet auf jeden Fall erstmal mit Martin drüber reden müssen. Um zu sehen, wie der das sieht. Ja, wie soll der das sehen? Ich meine, dem muss doch klar sein, dass das sowas wie meine letzte Chance ist. Du gehst aber nicht davon aus, dass ihr wieder zusammenkommt, oder? Also ehrlich gesagt bin ich gerade einfach nur froh, wenn wir irgendwie normal miteinander sprechen können. Es ist einfach der schönste Moment hier morgens um diese Zeit. Ja. Dr. Gruber. Herr Lambert. Mir sagt Ihnen niemand was. Ich... Nehmen Sie kurz Platz. Später. Gleich, ja? Das ist mir egal. Dann verwenden wir eben die Pufferlösung für die morgige Versuchsreihe, wenn wir jetzt keine anderen für den Test haben. Mhm. Danke. Morgen. Martin. Na, wie sieht's aus? Du machst mir Angst. Du hast hellseherische Fähigkeiten. Die Lymphozyten sind gestiegen, die CT war negativ. Unglaublich. Und ich lasse gerade im Labor auch bovine Adenoviren testen. Die Frage ist nur, ob Sie recht haben. Ja. Frau Dorfner hat zu dem Zeitpunkt, als sie erkrankt ist, auf dem Hof gearbeitet. Da ist gestern ein Rind verendet. Ich habe heute Morgen schon den zuständigen Veterinär aus dem Bett geklingelt. Und der gibt es erstmal Entwarnung, was eine Epidemie angeht. Er ist sich aber sicher, dass es sich bei der Todesursache um einen Virus handelt, der bei dem Tier zu Zellaufschlüssen geführt hat. Nicht im Gehirn, sondern im peripheren Nervensystem, sprich in den Gliedmaßen. Das passt alles, Martin. Bei Frau Dorfner sind es die Arme und die Beine. Das heißt, Dr. Pfennig sollte ganz schnell reagieren und Frau Dorfner ein wirklich hochwirksames Virustatikum verabreichen. Ja, aber so ganz ohne Beweis? Dr. Fendrich, das Labor kann die virale DNA nachbestimmen. Wir haben keine Zeit mehr. Naja. Dr. Fendrich, wir haben keine Zeit mehr. Die Patientin Dorfner bekommt bitte auf 50 Milliliter Natriumchlorid 2 Ampullen Viroxtat aufgezogen als Kurzinfusion. Genau, sofort bitte. Danke. Ich hoffe nur, dass Sie richtig liegen. Ansonsten gebt ihr das Zeug nämlich den Rest. Danke. Gut. Ich muss schon weiter. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Habt ihr eigentlich wirklich geglaubt, dass ihr einfach damit durchkommt und dass ich nicht durchschaut habe, was ihr hinter meinem Rücken getrieben habt? Aber Vera, Dr. Fendrich. Sie haben sie doch heimlich mit dem Milocytin versorgt, oder? Ja, das habe ich. Aber es war meine Idee und Alexander wusste nichts davon. War seine Idee. Tja, schade. Immer hat Dr. Gruber die guten Ideen. Schatz. Dr. Gruber. Dr. Fendrich. Wie geht's dir? So, also Mann, wir wissen jetzt zuerst mal ganz sicher, dass es keine Enzephalitis war, die die gesundheitlichen Probleme bei Frau Dorfner ausgelöst hat. Was, das heißt, sie wird wieder gesund? Das heißt, sie wird wieder gesund, ja. Oh. Wollen wir uns kurz setzen? Ja, klar. Ja.
Also, Frau Dorfner hat sich offensichtlich bei ihrer Arbeit auf dem Höllerbachhof mit einem sogenannten bovine Adenovirus infiziert. Kurzum, das Virostatikum, mit dem wir sie behandeln, darauf reagiert sie sehr positiv. Okay. Die nächste gute Nachricht ist, dass sie in der Studie wieder teilnehmen können. Super. Und die nächste gute Nachricht ist, sie kann die Infusion, die gelegen, dann quasi an ihre Schwester zeigen. Kann ich zu mir? Hallo. Das ist das Problem, Herr Lambert. Sie möchte nach wie vor nicht sehen. Kann ich noch mal mit Marie sprechen? Ja, natürlich. Du warst schon immer ziemlich zäh. Du weißt Bescheid. Dr. Gruber hat mich angerufen. Hätte ich dir meine Medikamente ja gar nicht geben müssen. Dass du es getan hast, das werde ich dir nie vergessen, Kara. Ich habe Thomas gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Also, ich habe Dr. Gruber gebeten, es ihm auszurichten, weil... Es wird nicht funktionieren. Was? Mit Thomas und mir. Ich habe immer gedacht, wir kriegen das hin. Weil ich ihn ja liebe. Aber er liebt dich. Und dagegen komme ich nicht an. Ich denke, es ist alles gesagt. Recht. Liebe kann man nicht erzwingen. Hans, was gibt's? Nebel unterwegs, bin gleich zu Hause. Jo, bis dann. Hans, ich habe mich von Anne getrennt. Es ist aus und vorbei. Immerhin versucht sie, eine Lösung zu finden. Ich meine, für eine Situation, an der du ja nicht ganz unbeteiligt bist. An der was ich nicht unbedingt. Sag mal, Hans, geht's noch? Arthur Distelmeier hat stockbesoffen, diesen verdammten Hof abgefackelt. Das wissen wir nicht sicher, Martin. Natürlich wissen wir das, alle wissen es, du weißt es. Nochmal zum Mitschreiben, Hans. Ich möchte,
dass Anne so schnell wie möglich vom Hof verschwindet. Und das wird nicht funktionieren, wenn sie hier als Partner mit einsteigt. Ich habe gesagt, dass ich in Ruhe drüber nachdenken werde. Und genau das werde ich tun. Hans, bitte. Hans, das ist völlig absurd. Anne, hör zu. Du willst also, dass ich von hier verschwinde? Ja. Andersrum, Gegenfrage. Denkst du wirklich, dass es mit uns beiden funktioniert, wenn du hier einziehst? Martin, du hast mir fast die Zukunft ruiniert. Und Lisbeths Idee ist die einzige Möglichkeit, dass ich irgendwie wieder Boden unter die Füße kriege. Nein. Punkt 1, nicht ich habe deine Zukunft ruiniert, sondern dein lieber Vater. Punkt 2, bezweifle ich, ob diese Idee die einzige ist. Punkt 3, wenn ja, muss es denn dieser Boden sein? Martin, wir beide haben schon so viele Krisen überstanden. Ja. Ja, vielleicht ist es auch ganz schön, wenn ich hier arbeite. Aber Anne, es geht nicht mehr darum, ob etwas hier schön ist oder nicht. Und du hast völlig recht, wir haben viele Krisen überstanden. Anne, wir haben. Es ist vorbei, Anne. Ich verstehe das nicht. Es gibt jemand anderen, Anne. Okay. Und wer? Es wird nicht funktionieren, verstehst du nicht? Mein neues Leben wird nicht funktionieren, wenn mein altes Leben da wieder einzieht. Dein altes Leben? Das bin ich für dich, dein altes Leben? Wer ist sie? Ich muss wissen, wer das ist, bitte. Kenn ich sie? Ja, du kennst sie. Wer? Rieke. Frau Jäger. Du bist so ein Schwein. Du bist so ein Schwein.